Dann hallo und herzlich willkommen zum Vorbericht vor dem nächsten Heimspiel am Sonntag, am Ostersonntag gegen Trier. Hallo Adrian, wir fangen wieder mit dir an. Hallo. Blicken wir erstmal auf die zwei vergangenen Spiele, die wir jetzt die letzte Woche hatten. Angefangen gegen Mainz, gegen die Zweifeldvertretung. Viele Ereignisse in dem Spiel, zwei rote Karten auf unserer Seite und ja, die Stimmung im Stadion war eher gegen den Schiedsrichter. Da wurde dann oft gesagt, es gab ein, zwei klare Elfmeter nicht. Können wir mit neun Mann am Ende dann froh sein, trotzdem einen Punkt geholt zu haben? Oder wie siehst du das Spiel kurz ein? Ja gut, das Spiel ist jetzt natürlich schon ewig lang her und auch komplett aufgearbeitet und abgehakt. Von daher muss ich mich da jetzt erstmal darauf konzentrieren, sich da wieder die Ereignisse vor die Augen zu holen. Mhm. Am Ende des Tages, die zweite Situation war kein Elfmeter, sondern war vom Hartmann wirklich überragend geklärt. Und die erste Situation war halt ein klarer Elfmeter, wo der Laux den Arm extrem weit ausstreckt und der Ball da klar an die Hand rangeht. Wie gesagt, macht aber keinen Sinn, jetzt noch über Mainz zu sprechen. Wir haben an dem Tag eine überragende Mentalität gezeigt, über eine halbe Stunde, also 35 Minuten in Unterzahl gespielt, davon 25 Minuten in doppelter Unterzahl. Und was die Jungs da an Willen, Bereitschaft gezeigt haben, die haben wirklich da ihr Herz auf dem Platz liegen lassen. Das war schon super. Und in dem Fall dann halt ein guter Punkt, obwohl ein Punkt insgesamt natürlich für uns zu wenig ist, denn wir müssen dreifach punkten. Ne? Du hast von der Motivation in dem Spiel gesprochen, im Auswärtsspiel gegen Balingen. Stand dann als nächstes an. Wir haben in der Saison in keinem Spiel vier Tore geschossen. Also die Offensive war da, aber auch leider noch nie sechs kassiert. Lag das an der neu aufgestellten Abwehr hinten drin, die wir umstellen mussten aufgrund Gelbsperren, glaube ich? Gab es dann generell ein paar Wechsel in der Startelf oder was war entscheidend, dass wir so offen vielleicht hinten waren? Wir haben kapitale Fehler gemacht. Bei den Gegentoren auch viele individuelle Fehler, viele Stellungsfehler drin gehabt, die da einfach zu den Gegentoren geführt haben. Das sind allesamt absolut vermeidbare, ganz einfache Gegentreffer gewesen und tut im Nachgang einfach brutal weh. Weil wenn du vier Tore an einem Spieltag erzielst, dann wäre ja selbst ein Punkt zu wenig. Ja, da musst du einfach drei Punkte mitnehmen und die Vielzahl der Gegentore war und auch die Art und Weise, wie die entstanden sind, das war halt einfach eklatant. Aber da muss ich halt auch sagen, was die Jungs in der zweiten Halbzeit gezeigt haben, das war wirklich viel Charakter. Aber es macht auch keinen Sinn, jedes Mal über einen Charakter zu sprechen oder sonst irgendwas, sondern wir müssen Spiele gewinnen. Das ist das Einzige, was zählt und müssen jetzt einen Sieg erzwingen, komme was wolle. Die letzten zwei Spiele, also nur ein Punkt gewinnen, 10 Punkte Abstand und wir haben auch noch ein Spiel weniger bei den noch 8 verbleibenden Spielen, wie die Kandidaten auf den Nicht-Abstiegsplätzen. Wir sprechen immer über unser Ziel Klassenerhalt, muss dafür jetzt ein Wunder her, damit das noch funktioniert? Du musst gewinnen. Da hat mit Wunder nichts zu tun. Du musst einfach ein Spiel gewinnen und wenn wir das nächste Spiel gewinnen, dann können wir uns auf das Spiel danach konzentrieren. Alles andere können wir nicht beeinflussen. So, wenn wir unsere Spiele nicht gewinnen, so, dann brauchen wir uns keine Gedanken machen, wie wir rankommen. Ja, wir können andere Spiele auf anderen Sportplätzen können wir nicht beeinflussen, sondern nur unser eigenes Spiel und wir müssen unser Spiel gewinnen. Alles andere haben wir nicht in der Hand, weil da spielt dann die Konkurrenz halt auch mit, ja, weil die müssten dann ja auch erstmal verlieren, um ranzukommen, aber darum geht es nicht. Wir haben am Sonntag hier mit Eintracht Trier einen höchst attraktiven Gegner. Ja, werden bestimmt viele Zuschauer kommen. Ja, die bringen ja auch eine wahnsinnige Fanbase mit. Es macht großen Spaß, so zu spielen. Geht für beide Mannschaften um alles. Und wir müssen das Spiel gewinnen. Und das wollen wir auch. Du hast es schon angesprochen. Trier kommt nochmal nach Koblenz. Die haben wir im Pokal schon dieses Jahr geschlagen. Ein Verein, der auch jeden Punkt braucht, weil die genauso unten drin hängen wie wir. Was wird wichtig sein in diesem Spiel? Auf was achtet ihr jetzt besonders? Ja, Fehler zu vermeiden. Also komplett abzustellen, ja, wir dürfen keinen Fehler machen, wir dürfen nicht diese leichten Böcke im Spiel haben, wie das dann jetzt in Steinmach der Fall war oder jetzt auch gegen Balingen, wo wir die Hucke voll bekommen haben. Und wir müssen absolut klar spielen, eine absolute Bereitschaft an den Tag legen, in jeden Zweikampf gehen, jeden Zweikampf gewinnen wollen. Das ist wichtig und müssen, wenn sich uns Chancen, wenn sich Chancen ergeben, müssen wir absolut eiskalt vom Tor sein und richtige Entscheidungen treffen. So,
stoppe ich den Ball rein, schieße ich mit Wucht rein, ja. Das sind alles so Dinge, die dann einfach auch sehr wichtig sein werden. Es wird ein absolutes Kampfspiel werden. Und was ganz wichtig ist, dass wir keine Angst haben, sondern dass wir wirklich mutig in die Partie reingehen, mit Selbstvertrauen in die Partie reingehen und vor allem auch an uns glauben. Du hast eben auch schon erwähnt, in Trier wird wahrscheinlich wieder viele Fans mit nach Koblenz bringen. Kann so ein Spiel aufgrund der Lautstärke, kann die Lautstärke beeinflussen, frage ich mal so rum. Ja klar, sehr positiv. Sehr positiv, weil wir spielen noch alle Fußball, damit wir vor einer tollen Kulisse spielen. Und wenn du da auf einen Verein triffst, der so eine Fanbase hat, das ist ja auch für uns extrem motivierend. Jetzt muss ich es nochmal ansprechen. Am Mittwoch geht es dann nach Bitburg fürs Pokal-Halbfinale. Ich glaube, ein wichtiges Spiel für den Verein, wenn man die Situation in der Liga betrachtet. Was für Chancen da noch auf dem Blatt stehen? Wie wichtig ist das Spiel, Stand jetzt für euch schon und für die Mannschaft? Oder arbeitet ihr jetzt Dreh ab und guckt erst am Montag aufs Pokalspiel? Ja, also wir arbeiten schon aufs Pokalspiel hin, wir als Trainerteam. Ne, so, ich fahre auch morgen jetzt nach Salmrohr und gucke mir das Spiel an. So, wir haben vorher auch schon Spiele beobachtet. Ne, so, werden uns genauso vorbereiten wie auf ein Meisterschaftsspiel, nehmen den Gegner auch genauso ernst wie jedes Wochenende unsere Gegner. Aber jetzt gerade ist mir Bitburg noch egal, weil wir am Sonntag erstmal eine ganz, ganz schwere und wichtige Aufgabe vor der Brust haben. Sehr gut, dann kommen wir zur letzten Frage, die immer gleich ist. Sind alle Spieler fit? Gibt es aktuell neue Verletzungen nach dem letzten Heimspiel oder in der Trainingswoche? Keine Verletzten, ne. Sind alle an Bord und ich hoffe, dass wir da dementsprechend auch am Sonntag noch alle an Bord haben. Wir haben morgen noch einmal Training und dann gucken wir, wie wir dann aufstellen. Sehr gut, dann vielen Dank, Adrian, viel Erfolg und wir sehen uns am Sonntag. Danke. Machen wir. Ciao. Herzlich willkommen, Tristan. Machen wir mit dir im Vorbericht weiter. Vielen Hallo. Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, sehr gerne. Aktuell eine schwere Zeit für den Verein. Ich glaube, das letzte Spiel, auch bei dir als Verteidiger, wahrscheinlich schwer in den Füßen, wenn man 6 Tore in einem Spiel kassiert. Wie konnte das passieren? Wie ist so deine Einschätzung dazu? Ja, ich sag mal, wir haben die erste Halbzeit schon mehr oder weniger verschlafen. Auch individuelle Fehler drin gehabt. Und dann kam das mit dem einen oder anderen zusammen. Aber sind dann besser aus der zweiten Halbzeit rausgekommen, haben ein anderes Gesicht gezeigt, sind auch nochmal rangekommen. Aber natürlich, wenn du 4 Tore schon schießt, was wir bis jetzt noch nicht gemacht haben in einem Spiel, darfst du natürlich nicht 6 kassieren. Klar, wir haben eben schon vom Trainer gehört, also jetzt steht das nächste Heimspiel an gegen Trier hier im Oberwert. Die haben ja dieses Jahr im Pokal auch schon geschlagen. Das heißt, wir wissen ungefähr, wie die drauf sind, wie die spielen, auch mit ihren Neuzugängen, was man bei anderen Vereinen vielleicht nicht weiß. Wie stellt ihr euch aktuell ein auf dieses Spiel? Wie wichtig wird das da sein, 3 Punkte zu holen? Ja, enorm wichtig. Also ich glaube, das ist das Spiel, wo es um alles geht. Wer das Spiel gewinnt, der ist noch, sage ich mal, in der Verlosung unten mit drin. Enorm wichtig und wir bereiten uns vor, wie auf jeden anderen Gegner auch. Klar ist das Spiel noch mal wichtiger und wir kennen Trier, wir haben ja schon im Pokal gegen sie gespielt und da hoffe ich natürlich, dass wir wie im Pokal jetzt auch am Sonntag die 3 Punkte hier lassen. Du hast es schon gesagt, wir Trier und wir sind natürlich extrem drin. Der Klassenerhalt, wenn man drüber spricht, scheint einfach immer schwieriger zu werden, dass der Verein das noch schafft. Wie ist die Stimmung dahingehend in der Mannschaft? Wie motiviert seid ihr noch? Glaubt ihr noch daran? Wie stellt ihr euch auf die nächsten Spiele ein? Genau mit diesem Ziel oder guckt ihr jetzt nicht jeden Tag auf die Tabelle? Doch, wir sind trotzdem jeden Tag motiviert im Training und auch bei den Spielen, weil im Fußball ist alles möglich bis zum letzten Spieltag und daran müssen wir glauben. Und deswegen brauchen wir die Punkte jetzt am Wochenende ganz dringend, um auch noch Chancen zu haben für den Klassenerhalt. Und ich denke, jeder, der hier im Verein tätig ist, glaubt noch daran. Das stimmt. Bis es unmöglich ist, muss man kämpfen dafür. Ne? Das auf jeden Fall. Ist gut, dass ihr das auch so seht und man merkt die Motivation im Training auf jeden Fall. Wir gucken auch kurz aufs Spiel am Mittwoch gegen Bitburg. Das ist natürlich neben dem Klassenerhalt ein zweites großes Ziel einfach für den Verein. Was in der Jugend, glaube ich, schon den Rheinland-Pokal mal gewonnen. Deswegen, wie motiviert man das, dass man da noch mit einem Titel vielleicht aus der Saison gehen kann, auch wenn die Situation in der Liga gerade einfach nicht so einfach ist? Ja, motivieren nicht. Also wir wissen, wie wichtig dieses Spiel sein wird, um ins Finale zu kommen. Wichtig ist, dass wir den Gegner nicht unterschätzen, auch wenn er ein paar Ligen unter uns spielt. Das ist sehr wichtig, weil wir werden auf dem Kunstrasen spielen und das ist das Spiel des Jahres, sage ich mal, für die Mannschaft. Und da muss jeder Gas geben, brennen, als wäre es
das letzte Spiel und natürlich wollen wir den Pokal dann gewinnen. Sehr gut, perfekt. Dann danke für deine Zeit, Tristan, und wir sehen uns am Sonntag. Viel Erfolg. Danke. Löhr und Becker und FC Rot-Weiß Koblenz. Egal, ob auf der Straße oder auf dem Platz. Vollgas für die Region. Gemeinsam zum nächsten Heimspiel.